Meinst du, die schießen mich ab, obwohl ich gar nichts dabei habe? Kurz. Safety first. Ja, okay. Hast vielleicht recht. Ist ja gar nicht so weit. Können wir machen. Ausnahmsweise sind wir mal vernünftig. Ah, weh, wir schießen einfach alles ab, was uns angreift. Sollen Sie ruhig probieren. Wir haben ja, wie man hier oben sieht, ne? Über der Info. Wir fliegen einen Type 7 Transporter. Da greift uns nichts an, wette ich. Die Gänke halt, ja. So. Speichere den Chat. Achso, warte. Speichere den Chat. Und schreibst du später aus. Ja, der Chat ist eh gespeichert. Ich schau dann nachher nochmal nach dem Stream. Kann man ja dann hinspulen. Maskentransporter ist auch ein guter Name. Oh, Maskentransporter, komm, hör auf. Der kommt ja dann nie an. Der hat zwar 30 Milliarden Tonnen Ladefläche, aber der kommt nie an. Ja, bei solchen Sachen ist es, glaube ich, besser, in unkontrollierte Gebiete zu fliegen, wo keine Hoheit an der Macht ist. Und genauso, als wenn die illegal. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, es ist jetzt auch schon sinnvoll, dass wir zwischenlanden. Hier nochmal. Vorsichtshalber. Hui. Zack. Die sind sogar grün, die mögen uns. So. AstraZeneca. Ja, der Transporter, der Maskentransporter li liefert dann AstraZeneca, dann kommt er erst recht nicht an. Oder er kommt an und die Ware ist verdorben oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das ist kein so guter Name. Die Sputnik 4, 5 Vakine, ja. Das wäre sogar, also vom Klang her ist der Name Sputnik ja gar nicht so schlecht für so ein Weltraumding, ne? War das nicht auch die erste? War das nicht mit der Sputnik ist nicht der erste bemannte Raum, der erste bemannte Raum? Das erste bemannte Raumschiff rumgeflogen, ist das nicht? War das nicht die Sputnik? Der erste Satellit war Sputnik. Ach so, ah, ja, ich wusste noch irgendwas Erstes. So. Einmal Dings, jetzt haben wir hier zwischen gelandet. Können wir irgendwas, ne, wir können hier nichts machen. Wir haben ja auch nichts. Wir hauen einfach wieder ab. Und wir sind hier feindlich. Aber es gibt keine anderen Commander hier, das heißt, wir sind in Sicherheit. Und dann springen wir mal weiter.
Wie viel Rebuy? Halt, falsches Ding. Hä? Wieso? Ach so, mein Ziel ist wieder weg gewesen. Deswegen. Da. Wie viel Rebuy hast denn du? Ich hab. Jetzt guck ich nicht nach, weil sonst siehst du, dass ich lüge. Ich habe 25 Millionen Rebuy und ich habe 16 Millionen auf dem Konto. Nee, das ist alles sicher. Wir haben nur 6 Millionen, 7 Millionen fast. Oh, wir dürfen nur zweimal sterben, sehe ich gerade. Alles klar. Das geht, alles gut, das geht. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Wenn wir da sind, muss ich dringend mal eine Pinkelpause machen. Und dann mal gucken, wie lange ich überhaupt noch spielen kann. So. Aber weißt du, die können uns gar nichts tun, die anderen Commanders, weil wir sind ja mit Warpick in einer in einem Geschwader und das sehen die dann und dann haben die Angst und tun uns nichts. Da bin ich überzeugt von. Ups, verlangsame. Jo, schon mal geschaut, wie weit ich weg bin. Ja, so weit ist das nicht. Zwei. Das ist doch ein Katzensprung für dich. Du springst einfach durch ein Wurmloch. So machst du das. Oh, Piratenaktivität, Bedrohungsstufe 7. Interessant. Der Garay Terminal, ja. Das heißt, wir können hier eigentlich keine Homebase machen, nur weil wir hier feindlich sind dem System. Ist natürlich jetzt auch nicht so optimal. Aber wir können den Inji ja zumindest so als mobile Werkstatt mitnehmen. Falls wir nicht eh schon alles erweitern können, was wir hier brauchen, dann müssen wir jetzt mal gucken. Das wäre natürlich optimal. Wie weit bist du denn eigentlich weg? Ups, ja, nicht Systemkarte. Ich glaube, ich habe das Verklicken erfunden. So. Aha, da unten bist du. In Yoru. Ich komme da gar nicht hin. Soll ich hinklicken? Da. Yoru. Hui. Das geht doch, schau mal hier. Nur 140 Lichtjahre. Da brauchst du noch zwei Sprünge für, dann bist du da. So, jetzt sind wir hier voll vorbeigeflogen, um unsere Gegner zu verwirren, natürlich nur. Nicht, weil ich nicht fliegen kann. Was machst du eigentlich in Yoru? Warpig. Hui. Und wo müssen wir jetzt eigentlich landen? Hier, hier bei Forseer Inc. Phasia.
Phasia Incorporate. Huch, hinterm Planeten. Ich bremse mal ein bisschen. Haben wir den eigentlich mal gescannt schon? Oh, den haben wir noch gar nicht gescannt. Ich mach das mal. Zwei Sonden. Okay, wenn die jetzt gut auf der Rückseite landet. Ja, reicht nicht ganz, oder? Mist. Oberflächenscan abgeschlossen. 13 geologische Dinger. Ein anderer. Ein anderer? Orbitalflug aktiviert. Rumpfintaktheit gefährdet. Ups. Oh, wieso war ich jetzt so schnell wieder? Mist. Okay, ich probiere es nochmal. Das ist mir zu weit so. Immer diese kleinen Monde mit dem Scheiß an Flugzeugs. Ich meine mit dem tollen Anflug, der so einfach ist, dass den jeder hinkriegt außer mir. Immer positiv bleiben. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4, 3, 2, 1, Sprung. So. Erstmal kurz wieder ein bisschen höher. So, oh, da ist ein anderer Commander. Ein anderer Kommandeur. So, und wo ist unser Ziel? Hui, das ist nicht da. Fliegt er mal ein bisschen flacher an, so. Ich glaube, ich muss mich mit dem Schiff erst dran gewöhnen, dass es einfach schneller fliegt. Und deswegen schneller auch. Jetzt müsste es klappen, ne? Ja, sehr gut. Jetzt sind wir schön im Gleitmodus. Dass es ihm dann zu schnell ist. Schneller zu schnell ist, so. Engineer freigeschaltet für meine Frack-Kanonen. Ah, das hast du da gemacht. Visier den mal an. Achso, den Commander meinst du? Hat der gerade Please Observe Fucking Protocols gesagt? Nee, ich glaube, er hat Docking Protocols gesagt, ne? Ich glaube, das ist der da oben, der ist uns gefolgt hier. Hier, der Neuling. Ist auch ein Neuling, so wie wir. Und sauber ist er. Und der haut ab. Oder ist es der, der hier unten gelandet ist? Einer von beiden. Oder irgendein anderer. Dem wir jetzt entkommen sind. Hey Andreas! Willkommen zurück! Ja, er hat Docking-Protokoll. Ich glaube auch. Das klang nur so seltsam.
Oh, ist das dunkel, wenn man das den Ding ausmacht? Ich glaube, hier ist Nacht. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, hier ist gerade Nacht. Vielleicht hat auch jemand die Jalousien zugezogen. Liegt am Akzent, ja, dieser Roboter-Akzent. Die versteht man immer so schlecht. So, hier sind doch einige Kommando unterwegs, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, Bobbik, was ist los? Bist du im Schleichpfad oder bist du angegriffen? Gerade die Schilde ausgegangen. Ach so, anderes Schiff. Ah, okay. Ich dachte, du schmuggelst. Ich dachte, du schmuggelst irgendwelche illegalen, bösen Sachen. Aber wenn du nur das Schiff gewechselt hast, ist ja alles gut. Ah, doch. Oh, die Reparaturen sind immer so teuer bei dem Schiff. Eieieiei. Auch hier unser. Oh, unsere Ankunft wurde notiert. Das klingt irgendwie so ein bisschen bedrohlich. So, ich hab das zur Kenntnis genommen. So, wir können den irgendwie leveln. Warte mal, wie ging das denn? Hier FSA. Nee. Warte mal, FSA? Antriebe? Was haben wir denn eingebaut eigentlich? Oh. Kann es sein, dass ich. Kann es sein, dass ich noch. Und zu schl. Oh, warte mal. Fünf A. Habe ich eine Klasse zu schlecht? FSA drin? 5A? Ne, 5. 5A passt schon bei der Crate, ne? Das ist schon maximal. 5A ist richtig, alles klar, danke schön. Ich bin allgemeinfeindlich, weil ich mich dieser Fraktion schon angeschlossen habe, so einer anderen. Und hier ja quasi im Powerplay die Fraktion, die hier im System ist, die mag mich halt nicht. Oder mag die Fraktion nicht, die, wo ich bin. Genau das, was Andreas schon gesagt hat, ja. So, jetzt hat. Dann können wir ja hier unseren FSA eigentlich, das heißt hier auswählen. Ich würde den. Die Höhe FSA Reichweite, die Modifikation. Ah, warte, wie ging das denn? FSA, verfügbare. Ich will eigentlich den Dings noch. Irgendwie kann man den auch noch leveln. Bin ich doof? Hier FSA. Die sind alle voll gelevelt. Alle durchsuchen, Spezialisierung. Warte. Modul modifizieren, alle durchsuchen. Wo soll dieses Upgrade implementiert werden? Kommandant, ja, beim FSA. Ach, war das hier irgendwie? Erhöhte Reichweite wollen wir. Fehlende Ressourcen. Atypische FSA-Störungsaufsendung. Den haben wir noch nicht abgeschirmt, der FSA. Was heißt das? Du musst den FSA auswählen und dann einfach ingenieren, dadurch levelst du automatisch. Ach ja, so war das, genau. Danke. Ich glaube, das müssen wir abgeschüttet.
Ein geringer Massezuwachs? Intaktheit? Ach, der wird dann stabiler und hat weniger thermische Ladung, das ist gut. Schnellere Bootzeit wäre vielleicht interessant. Die Sprungweite wird leicht erhöht. Das steht jetzt hier aber nicht. Also die optimierte Masse wird leicht erhöht. Ach so, das ist das wahrscheinlich, die optimierte Masse. Das heißt, wir machen das hier. Oh, Gitterwiderstände 2. Da haben wir gar nicht so viel. Vielleicht nehmen wir einfach mal das hier zum Leveln. Die Bootzeit ist mehr oder weniger Unsinn. Okay. Zum Leveln. Den abgeschirmten FSA zum Leveln, weil das kann ich nicht machen. Das kann ich aber nicht. Ich würde, ihr habt recht, das würde ich gerne machen, aber ich habe die atypischen FSA-Störungen. Das Einzige, was wir nicht haben, das ist natürlich das, was wir machen wollen. Aber der ist doch schon voll gelevelt. Den Detailoberflächenscanner. Achso, nee, ist er nicht. Stimmt, aber den könnten wir. Du hast recht, den könnten wir. Oh. Sondenradius. Warte mal. Oh, Hilfe ausblenden. Stimmt, wir haben ja noch andere Sachen. Wir könnten auch die Antriebe. Wie wär's mit den Antrieben? Ausgewogenes Antriebstuning. Das könnten wir machen. Schauen wir mal, oder hier. Antriebsstärkung. Intaktheit, thermische Ladung. Ah, ist vielleicht nicht so wichtig. Aggressives. Oder geht die thermische Ladung hoch und die optimale Masse runter? Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. Das ist ausgewogen am besten, oder? Aggressiv für Antrieb. Aggro. Aggressiv ist gut. Okay. Ihr sagt alle aggressiv. Dann nehme ich ausgewogen. Sorry, nee. Okay, aggressiv. Dann machen wir aggressiv. Alles klar. Da haben wir halt auch nicht so viel. Aber es. Thermische Ladung, warte mal. Schildbooster, könnte man auch ein bisschen was machen. Wir könnten. Ach so, der Schildbooster ist ja. Ist dieses Werkzeugding. Widerstandsverstärkter Schildbooster. Erhöht den Energiebedarf. Intaktheit, schwerer Schildbooster. Erhöht auch den Energiebedarf. Ausgewogen nimmst du für Pools, die schnell heiß werden. Ja, mit meinem. Ja, das habe ich auch gemacht. Aggressives Tuning habe ich gemacht. Ein Kraftwerk, Überladungskraftwerk. Stimmt, Kraftwerk kann man hier auch machen. Kann man hier Kraftwerk machen? Vielleicht wäre Kraftwerk erstmal besser. Tut mir leid, dass ich gerade so doof rumpimmel hier. Energiekapazität. Weil wir haben schon das beste Kraftwerk, was wir haben können. Und ich glaube, da würde ich auf Überladungskraftwerk gehen tatsächlich. Das ist, glaube ich, wirklich gut. Überladung und thermisch verstärkt. Was ist thermisch verstärkt? Was können wir noch machen hier? Antriebe, Oberflächenscanner, Kraftwerk. Beim Kraftwerk. Kraftwerkspanzerung, Hitzeeffizienz. Da kann ich nur. Also entweder steigt die Hitze, also sinkt quasi die Hitzeeffizienz. Nimm Überladung. Thermisch versteckt, geht nicht so schnell kaputt. Alles wird besser geschützt.
Schau dir lieber an, was du überhaupt brauchst. Alles, ich brauche alles, das ist ja das Problem. So, also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie, glaube ich, weil wir nachher. Okay, warte, das machen wir anders, genau. Wir machen das jetzt so. Wir nehmen jetzt den FSA-Unterbrecher. Nein, Quatsch, okay. Sorry, ich mache ein bisschen Blödsinn hier. So, Antriebe machen wir. Antriebe wollen wir auf jeden Fall haben. Da nehmen wir jetzt das Aggressive. So, ja, das machen wir jetzt. Tisch. Und das können wir gleich nochmal machen hier. Tisch. Oh, die levelt aber nicht besonders schnell hier. Können wir das nochmal machen? So, und jetzt können wir hier das hier machen. Der Energiebedarf steigt natürlich. Da müssen wir gleich beim Kraftwerk dann gucken. Wie sieht es denn aus mit unserem Energie? Oh, sind schon bei 101%. Ah? 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 Geht noch, oder? Geh auf Grad 2. Ach so. Experimenteller Effekt? Das hier meinst du? Nee. Da kann ich sonst leider nichts machen. Drag-Antriebe. Ah, optimal. Mir fehlen doch einige Sachen noch. Reduktion Masse könnten wir reduzieren. Dann könnten wir weiter springen. Kann man hier experimenteller Effekt? Hm. Machst dann das. Okay, weißt du was? Wir machen das mal auf Maximum. Wir müssen den ja eh leveln. So. Dann haben wir hier zumindest ein bisschen Fortschritt gemacht beim Leveln beim Ingenieur. Oh nein, komm. Für den letzten jetzt. Jetzt fehlt mir ein Ding. Okay. Und man kann ja nur immer eins nehmen, ne? Ich kann jetzt quasi nicht sagen, hier, ich mache das jetzt zusätzlich. Nee, genau. Dann schaltet er das andere wieder zurück. So, Kraftwerke haben wir gesagt jetzt. Und da machen wir Überladungskraftwerk. Beim Kraftwerk wäre ich erstmal vorsichtig, weil sich das auf die Temperatur beim Tanken an der Sonne auswirkt. Oh, okay. Ah, Warpik hat mich gewarnt. Du brauchst das Zeugs, ja? Okay, naja, egal. Das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, wir motzen jetzt unser Schiff halt so weit auf, wie es gerade geht. Immer noch. Oh, wow. Okay, das einmal hat schon gereicht. Und wir haben fast. Ach, krass, haben wir viel. Prozent jetzt wieder gut gemacht. Nice. Ich neige dazu, das nochmal zu machen. Nochmal und dann Spezialeffekt. Haha, Spezialeffekt. Hahaha. Ich könnte halt dann sagen, ne, ich nehme drei Strahlenlaser statt oder so oder weiß nicht. Mehr Energie ist halt immer besser.
Aber es stimmt eigentlich. Eigentlich wieso, ne? Wieso sollten wir das Kraftwerk jetzt nochmal überladen? Wieso nicht? Das ist auch eine gute Frage. Es kommt darauf an, was du zum Schiff machen willst. Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt habe ich mir noch so. Also eigentlich ist das so mein. Ich will, dass das so mein Hauptschiff wird, ne? Das ist so. Eigentlich will ich da gar nicht mehr viel dran verändern. Das soll so bleiben, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es ist. Und so ein bisschen Kopfgeldjäger und so ein bisschen Erkundung. Genau. Und so ein bisschen Spezialaufträge soll das einfach können. Du bist lieber dafür, planvoll vorzugehen. Oh, bist du dann im richtigen Stream? Als stumpf die Temperatur hochzuziehen. Ja, ist eigentlich recht, ne? Aber. Okay, wir machen das jetzt so. Ich gehe jetzt mal aufs Klo und ihr könnt euch streiten im Chat und dann komme ich wieder und mach dann das, was ich will. Okay, bis gleich.
Okay. Also. Solltest du nur das machen, was du genügend Material hast. Zum Eintauschen der Materialien. Schnell. Das ist immer das Problem, dass du zum Ingenieur kommst. Kannst du vielleicht die Aufrüstung machen? Wird dir viele Sachen fehlen, was du immer nicht. Okay, ja, das mit dem Eintauschen, das muss man halt mal schauen, ne? Zum Glück kann jeder Idee spielen, wie er will. Ja. Hallo, Amorenus. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Da hast du natürlich recht. So. Okay. Du hast auch die Krait MK2. Das meinst mit Kraft per Panzerung und Monsterhaft. Ich halte mich jedenfalls aus einfach Symbol draus. Nee, passt schon, ist alles gut. Ihr könnt gerne mitreden. Deswegen mache ich ja da den Stream. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Ich habe mir überlegt, es ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, ne? Wenn man den. Wenn man das Kraftwerk quasi vertunt sozusagen. Oder irgendwas vertunt. Dann baust du das Ding halt aus und lagerst es ein und dann baust du das Ding in ein Schiff, wo du halt genau dieses Ding dann so getunt brauchst. Von daher denke ich mir, wäre es jetzt gar nicht so schlimm, wenn wir da was falsch machen. Oder wenn ich da was falsch mache. Oder was heißt falsch? Wenn ich da was irgendwie nicht optimal mache. So, genau, wir haben gesagt, das haben wir nicht. Da pinnen wir jetzt aber mal den Bauplan an. Weil das ist eigentlich das Wichtigste jetzt erstmal hier. Das ist das, was ich eigentlich haben will. Das geht natürlich nicht. So. Und dann würde ich das Kraftwerk noch einmal tunen. Einfach um da ein bisschen mehr Spielraum zu haben. So. Dann haben wir hier nämlich 90%. Oh, okay, der erste Schritt hat mehr gebracht, ne? Der zweite Schritt bringt jetzt gar nicht so viel. Aber 90, dann haben wir 10% Puffer. Das finde ich schon mal sehr gut. Und hier können wir nichts machen. Okay, man könnte monsterhaft sogar noch machen. Oh, nice. Hitzeeffizienz könnte man natürlich wieder ein bisschen verbessern, so. Okay. So. Jetzt wäre es das Sensoren. Leichter Scanner. Ferndistanzscanner. Erhöht die Reichweite, erhöht aber auch die Masse. Weitwinkelscanner erhöht den Winkel. Scanwinkel ist mir jetzt gar nicht so wichtig, muss ich sagen. Genau, ich meine, du löscht das ja mit einem anderen Tuning so oder so, wenn du das Tuning nicht hast. Ja, also man löscht es ja entweder oder man baut halt ein anderes Modul ein und hebt dann das Getunte einfach auf. Ich glaube, das geht ja, oder? Hast du dein Signal an? Nö, habe ich nicht. Mein Signal ist nicht an. Könnte ich mal anmachen. Aber ich muss, ich habe gerade, als ich auf dem Klo war, ist mir unterwegs jemand begegnet, der hat gesagt, ich kann gar nicht mehr so lange machen. Deswegen kann ich gar nicht mehr so lange machen. Ich werde jetzt einfach das hier noch fertig machen. Und dann, weiß ich nicht, such mal, wenn es noch rausgeht, such mal vielleicht noch eine gute Ausgangsbase oder so. So, Oberflächenscanner hast du vorhin gesagt. Genau, stimmt, das war's. So.
Sondenradius. Den können wir auf jeden Fall machen. Mechanischer Job. Ach komm, das machen wir einfach. Einfach um den Ingi noch ein bisschen zu leveln. Ups, jetzt habe ich die 1, 2. Das kostet keine Energie, erhöht einfach nur den Sondenradius. Und wir haben dann auf jeden Fall einen guten. Leichter Scanner ist gut für die Sprungreichweite. Stimmt, das wäre auch was. Ne? Darum geht es mir eigentlich, dass ich die ein bisschen erhöhe. Und auch Germanium brauchen wir. Oh. Das Germanium-Imperium schlägt zurück. Nicht googeln, bitte, das ist. Nicht googeln. Leichter Scanner, habe ich mir nicht auch gedacht. An sich. Phosphor haben wir genug. Komm, das machen wir auch noch. Irgendwie müssen wir den Ingias leveln. Dass wir den FSA dann wirklich auch gut hochbringen. Oder überhaupt, dass der Ingi halt gut gelevelt ist. So. 26 Tonnen. Experimenteller Effekt? Was gäbe es denn da? Nichts. Ah, ja. Okay, Klasse 3 würde 25 Grad ist auch noch okay, ne? Hau rein. So, wie viel Sprungreichweite haben wir denn jetzt? Hat das schon viel gebracht? Hätte ich vorher nachschauen müssen. Jetzt kann ich es nicht vergleichen. Er findet Tipps, Hilfe und Tipps von anderen Spielern immer wichtig in diesem Spiel. Weil du lernst nie aus. Ja, das stimmt. Du hast vorher No Man's Sky gespielt und findest das Spiel für Kinder irgendwie nicht vergleichbar mit Elite Dangerous. Was eindeutig ein Erwachsenenspiel ist. Und viel ja, es wird halt wirklich auch viel weniger erklärt, ne, in Elite Dangerous. Also ich spiele ja auch No Man's Sky ab und zu. Und ich finde, man kann die Spiele so schlecht miteinander vergleichen, weil die einfach komplett unterschiedliche Spielziele auch haben. No Man's Sky ist halt so ein bisschen Survival-Crafting-Zeugs auch. Und die Weltraumsimulation ist da jetzt nicht so im Vordergrund. Und bei Elite ist halt die Weltraumsimulation sehr im Vordergrund. Jetzt wieder wegen einem Teil. Komm, den Schritt hier noch. Das gibt's noch nicht. Gleich haben wir den auf Level 5. Und wir können es wegen einem Ding nicht machen. So, das hier geht nicht. Haben wir gesehen. Kraftwerke können wir auch nicht mehr machen, haben wir gesehen. Experimenteller Effekt geht auch nicht. Sensoren, leichteres Rennen haben wir auch. Was machen wir denn jetzt noch hier? Doch den FSA-Unterbrecher? Aber den Level 3? Hm. Schildbooster. 0A. Wäre eine Möglichkeit, oder? Aber der wiegt dann wieder mehr. Schwerer Schildbooster. Kinetischer Widerstand, thermischer Widerstand ist, glaube ich, gut, oder? Ob du nun 20 Tonnen, 20 0,8 Tonnen oder 20 Tonnen hast, ist nicht so entscheidend. Das stimmt, von der Reichweite ist nicht so entscheidend, aber vom Level, von unserem Ingi, das hätte halt diesen einen Punkt hier noch voll gemacht. Darum ging es mir.
So, der Unterschied ist eine andere Zweckrichtung. Hat's halt mehr Baum bei No Man's Sky und auf dem Schiff herumlaufen, so. Wie ich gesagt habe, ja. Ja, ist halt einfach ein anderes Spiel, ne? So. Du bist schon da, Warpig. Cool. Das ist schön. Was hast du denn hier vor? Bist du gerade draußen in der Station? So, was machen wir denn für ein Schild? Eine Modifikation muss ich eigentlich noch machen, ne? Damit ich hier irgendwie. Schwerer Schild wäre natürlich krass. 32% mehr. Aber dann geht er wieder auf 7 Tonnen hoch. Der Schildbooster. Thermal. Ich glaube, Thermal ist auch. Ist eigentlich das Beste jetzt in meinem Fall, oder? Weil die Laser machen hauptsächlich ja Thermalschaden. Und man geht meistens mit Lasern auf Schilde los. Detonationswiderstand, kinetischer Widerstand. Geht ein bisschen runter. Aber schwerer Schild hätte halt auch so einen Reiz, ne? Dass einfach die Gesamtkapazität steigt. Wobei dann unsere Sprungreichweite wieder darunter leiden würde. Andererseits kriegen wir die ja mit dem FSA-Boost dann wieder hoch. Wenn wir den mal haben, dann. Gut, die thermische Ladung geht halt auch hoch. Ach nee, warte, wir sind hier falsch. Ach nee, die thermische Ladung geht hier nicht hoch. Da geht nur der Energiebedarf hoch. Das ist das einzig Sinnvolle, jetzt noch den Schildbooster irgendwie zu machen. Damit wir diesen einen Levelschritt noch können. Thermischer Widerstand macht weniger Gewicht. Ah, stimmt, ja. Wegen dem. Sch ja. Ha. Gut, den schweren Schildbooster werde ich wahrscheinlich eh nicht durchleveln, wegen dem Gewicht einfach. Das ist, glaube ich, das will ich nicht bei dem Schiff haben. Da machen wir machen einfach thermischen Widerstand. Was kann man da? Experimenteller Effekt. Doppelt versteift Intaktheit. Energiebedarf kann man reduzieren. Detonationswiderstand. Kinetischer Widerstand. Ah, okay. Aber dann leidet der Schildbooster an sich ein bisschen drunter von der. Oder den Schildbooster an sich erhöhen, aber dann leidet alles andere drunter. Ich glaube, den Energiebedarf reduzieren ist bei den Dingern echt gut, wenn man das dann kann. Und Intaktheit ist, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das viel bringt. Ach, du bist auch mit deiner Crate hier. Cool. Ich dock gleich nochmal ab und dann können wir uns irgendwo treffen. Ich mache nur den hier noch schnell fertig hier. So, und dann kommen wir hoffentlich auf Level 5 noch. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Gut, hier können wir jetzt eh nichts anderes machen. Intaktheit könnten wir einfach machen, damit. Ich weiß nicht, levelt der dadurch auch? Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Haben wir hier irgendwas Günstiges, wo wir eh viele Materialien haben? Nee.
Reichweite reduziert sich da. Reichweite erhöht sich hier, aber das können wir wieder nicht machen. Grad 5. Höchster Grad erreicht doch. Es hat doch gereicht, oder? Ja, es hat gereicht. Ah, Mensch. Ich habe gedacht, weil es nicht so. Hier, Grad 5. Ah, puh. Okay, es hat gereicht. Wir müssen nichts mehr machen. Ach, Effekte hätten eh kein Level abgegeben. Okay. Auf deiner schweren Korvette hast du 5 schwere Booster und 3 thermalresistente Booster. Es stimmt, ja klar, man kann ja mehrere machen und die dann kombinieren. Das ist natürlich auch cool. Wenn du dir so ein Kampfschiff bastelst mit starken Schilden. Macht Sinn. Okay, wir haben jetzt den Bauplan angepinnt, ne? Dass wir das überall machen können. Mal kurz gucken. Ja, sehr gut. Das heißt, wir müssen dann Materialien sammeln. Und zwar brauchen wir. Also das steht, glaube ich, irgendwo noch extra, ne? Das kann ich dann nachschauen. Bauplan anbinden. Die atypischen FSA-Spüraufzeichnungen brauchen wir auf jeden Fall. Wo wir die herkriegen, weiß ich nicht. Vermutlich, wenn man im FSA irgendwo. So, jetzt schauen wir mal hier. Detonationswiderstand Schild ist auf 49%, 49,5. Kinetischer Widerstand ist 39, das ist alles ein bisschen gestiegen, ne? Und der thermische Widerstand ist aber nur noch minus 11. Ja, das ist doch ganz gut. Die Sprungreichweite hat sich leicht erhöht durch diese Scanner-Geschichte. Okay. Dann schauen wir mal, wo der Warp-Pick ist. Da ist er schon. Warum machst du einen Grad 5 Zugang jetzt schon? Wegen des Wo ja, genau, wegen des Unpinnings. Das hast du gut erkannt. Ausgefuchst. Ja, manchmal habe ich so meine hellen Momente. Zoe, hallo. Guten Tag. Was war denn das für ein Geräusch? Hast du gehupt? Hast du mich gerade angehupt? Ach, guck mal an. Du hast die Weihnachtsbeleuchtung, den Weihnachtsring. Den hätte ich auch wählen können. Und grüne Antriebe, hübsch. Man kann gar nicht boosten auf dem Planeten. Ach nee, doch kann man. Man sollte halt das Fahrwerk einfahren. Hui! Das Fahrwerk einfahren, ne? So, Frachtli, Luke, Antrieb und Angriff. Komm mit. Ja, wohin? Hui. Warte, ich muss meinen Link hier anmachen. Aber wir haben nur noch 10 Minuten. Warte, hier. Navlink aktivieren. So. Alles klar. Ich komme hinter dir. Ach, Link braucht man nicht, okay. Ich habe ihn jetzt trotzdem an. Disengaging automated flight control routine. Safe travels, Commander. Huch, du hast was abgeschmissen, ne? Ach, du bist in einem Jäger drin. Aha. Und jetzt? Dein Schiff fliegt übrigens ohne dich weg, ne? Ich sag's nur. Oder folgt es dir einfach? Ach, das fliegt dir nur nach, okay.
gefährlich ist der Mensch? So, so. Und jetzt hast du mich in einen dunklen Sektor gelockt, um mich zu überfallen, oder? Verstehe ich das richtig? Sicher, alles klar. Hui. Hose runter. Ja, komm noch her. Mit dem kleinen Jäger. Ich zerquetsch dich zwischen mir und dem Planeten. Pass auf. Oh, da. Oh, doch, ich hab dich. Ups. Da ist er mir entflitscht. So, warte mal. Hast du nicht Angst, dass dein Schiff irgendwie... Oh, der schießt auf mich. Na, warte. So ist er. Ja, komm her. Oh, jetzt ist er aus dem Schiff raus. Ah. Frech. Ich dachte, ich jag dich jetzt mit meinem Jäger. So. Piu, piu, piu. Ah, bisschen Schaden mache ich. Schau mal. Oh, keine Energie mehr. Moment. Impulsangriff. Ach, das stört mich nicht. Ich krieg dich. Was machen wir hier eigentlich? Also, ich meine, so. Was hast du mich hierher gebracht? Und jetzt? Macht Spaß. Und wieso ist mein Schiff beschädigt? Schießt du gerade auf mein Schiff? Nee. Ich mach dich fertig. Du triffst mich nicht. Ha. Jetzt kommt gleich ein anderer Commander. Pass auf, der schießt uns jetzt beide ab. Oder flüchtest du? Nee. Ich komm dir doch hinterher. Pass auf. Ich bin schneller. Da bin ich. Und da fliegt er wieder weg. Oh. Das war knapp. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Jetzt wäre ich fast an deine Windschutzscheibe geklebt. Das war nicht ich, ne? Den Schaden gerade, den hast du selber zu verantworten. Okay, ich hör mal auf. Nicht, dass ich dich kaputt mache. Oh, den Kühlkörper, den sammle ich ein. Pass auf. Der leuchtet total. Achso, klar, der ist ja auch heiß. Ja.
Okay, den kann man gar nicht abschießen. Das sieht cool aus. Oh, Ram. Was hat mich da getroffen? Schießt du etwa auf mich? Oh ja, tatsächlich. Boah, du bist ja fies. Na warte. Ich mach dich fertig. Kannst mich nicht treffen so. Oh. Ich fürchte, das verliere ich. Ich glaube, ich sollte mein Schild wieder aufladen, wenn es geht. Ja, sehr gut. Und Schild gleich wieder weg. Ich mache jetzt erstmal deinen Antrieb kaputt. Ups. Okay. Was ist denn da passiert? Ups, das hat aber erstaunlich lange gedauert. Aber Hut ab, dass du so einen kleinen Fighter so gut triffst mit deinem Plasmawerfer, war das, ne? Plasmakanone. So, ach ja, wegen des Anpinnens. Für den Effekt muss man aber sowieso wieder zu. Ah, da muss man wieder zu ihr zurück. Ach, okay. Ach so, deshalb, das ist ein Anti-Xeno-Schiff. Deswegen habe ich so überhaupt so lange überlebt. Okay. Ja, ich glaube, das macht Spaß mit der Crate. Aliens jagen. Das macht aber doch einen Schaden, Mann. So, pass mal auf. Ich auch. Na, pfui. Schieß gleich Raketen auf dich. Ja, okay. Aber ich fürchte, ich muss jetzt leider aufhören. Hey. Sag mal, lässt du das bitte? Krieg ich deine Schild überhaupt weg? Ah, da benutzt jemand Schildzellen. Oder habe ich Reparaturlaser? Die laden sich ja auf, statt dass sie runtergehen. Ah, frech. Der wird gar nicht fertig mit seinen Meldungen. Pfui. Okay. Nett. Oder so, ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Signal geologisch. Das ist aber ein bisschen weit, um so hinzufliegen. Oh, gibt es hier viele geologische Signale hier? Ah, okay. Schilde aktiv.
Deswegen Davis Hope, Materialien sammeln und tauschen gegen die, was du brauchst. Ist auch nicht weit weg von dort. Ah. Okay, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal aufschreiben. Und dann gucken wir mal. Aber das, ich glaube, das Scanner-Material, was. Ach so, Moment, das kann man ja dann auch tauschen, genau. Dein Fighter ist gerade explodiert, ne? Der macht hier einen Blödsinn. Ich weiß gar nicht, wie er dazu kommt. Bei meinem ernsthaften Spiel immer und dann kommt hier so ein Warpick. Macht hier Blödsinn. Hui. Okay, ich werde jetzt einfach schnell landen. Und dann muss ich leider aufhören für heute. Mach mal ein Wettrennen zur Basis, komm. Sagte er und hatte keine Energie im Antrieb. Schauen wir, wer schneller da ist. Zwei ist das da hinten, ne? Ja. Hui. Oh Mist, er ist schneller. Ah. Mist. Ganz knapp. Ganz knapp. Okay, naja. So, man kann hier reparieren, abgeschlossen. Ah, man konnte reparieren, sehr gut. Sehr gut. Ja, dann mal schauen, was wir das nächste Mal weitermachen. Ich weiß noch nicht, vielleicht machen wir wirklich Materialsuche, Tausch, was auch immer. Oder was auch immer uns sonst dazwischen kommt. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zugucken. Ein Händler zum Tausch suchst du per Webbrowser. Inara, genau. Ja, genau, das mache ich dann. Wenn ich dann suche, beziehungsweise wenn ich das dann mache. Mit dem Tauschen und dem Sammeln. Beziehungsweise brauche ich ja erstmal, muss ich erstmal sammeln und dann. Genau. Aber genau. Moment, ich muss mir noch kurz das Ding rausschreiben. Das Hi, das Sektor. Ja, das Sektor DV. Minus R. C. 2. 23. Okay. Und der A6 Planet. Materialien. Dann habe ich das zumindest mal notiert. Und dann schauen wir mal. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Wie wäre es mit einem Bookmark auf der Galaxiekarte? Was? Da kommt wieder der Organisator an, der planvoll spielen will. Okay. Können wir machen, hast recht. Das bookmarke ich mir noch schnell. Machen wir erstmal hier Suche. DV Strich. Halt, ja, vielleicht sollte ich reinklicken. Dann geht das besser mit dem. Hallo? Jetzt. Da hüpft einfach nur die Karte rum. C2 23 so. Hä? Hab ich das falsch geschrieben?
Piadesektor? Ach, hier. Da ist ein A, das soll kein A hin. DVR 2 23. Er sucht nicht danach. Das habe ich jetzt doch falsch geschrieben. DF. Ach so. DF-V, so rum. DR-V. Ah, ja, so funktioniert das. Sehr gut, dann mache ich das. Bookmark und da schreiben wir es rein. Da schreiben wir rein hier noch Material auf dem A6 Planeten. Sehr gut, okay. Dann haben wir das auf jeden Fall gespeichert. Alles klar, gut. Dann, wir haben uns ja schon verabschiedet. Dann sage ich einfach, bis dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.